Hallo und herzlich willkommen zu Dead or Alive 5 Last Round. Wir spielen hier den Arcade-Modus auf Anfänger und arbeiten uns langsam hoch zu den Schwierigkeitsgraden, wo man richtig derbst auf die... wo man richtig derbst ins Gesicht kriegt, ja? Um es mal ein bisschen gewählter auszudrücken. Jetzt werden wir die weiblichen Charaktere nehmen, mit denen ich so gar nicht spiele. Den Anfang macht diesmal Sarah. Ich glaube, Street Fighter. Das ist das letzte... Wow, was ist das? Das ist das letzte DLC, was rauskommt für sie? Aha. Oh. Kann kaputt gehen. Nice. Oh. Ja. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. I'm no pushover, sweetie. Get ready? Okay, was hat sie noch drauf? Einfach mal treten, wenn er auf dem Boden liegt. Da noch so ein... Okay, noch ein neuer Move. Better run home to Mama now. Ich stelle gerade fest, dass ich noch nie mit ihr gespielt habe, seit ich das Spiel besitze. Oh mein Gott! Deswegen überraschen mich ihre Moves auch gerade so ein bisschen. Was war das denn? Warte. Autsch. Das tut weh. Au. Das tut auch weh. Au. Hey. Au. Okay. Better run home to Mama now. Oh, das Outfit ist auch aus. Aus Knights of the Azur. Ja, doch. Oh, schade, kann ich werfen. Immer mal zwischendurch rumprobieren, was man so kennt für Techniken. Better run home to Mama now. Boah. You'll enjoy this, trust me. Ready? Ja, ich bin ready. Oh, das Outfit. Vielleicht, weiß nicht. Bungie habe ich auch noch nicht gespielt.
Au, oh, das tat weh. Au, oh, da war es gerade ein Special Move. Ja, wenig Conversation und dafür viel konzentrieren. Das wird später unverzichtbar, sogar. Autsch, wurde geschlagen. Try again in a few years. You'll enjoy this, trust me. Ready? Ready? So. War sie etwa keine Herausforderung für sie? K.O. Ich würde noch ganz gerne runterhauen. Oh! Wow! Was für ein kräftiger Fußtritt. Ja, nettes Outfit. You'll enjoy this, trust me. Ready? Get ready, fight! Okay, der finale Boss. Endlich. Na, so einen Endgegner wünsche ich mir. Nur diesmal auch mal in Form von Alpha 152. Die habe ich hier bei Arcade noch nie angetroffen. Oder doch? Oh mein Gott, ich habe seine Kleidung zerstört. Oh, oh, er hat mich geschlagen. Vielleicht könnte ich mich ja verletzen lassen. Na komm. Gebe ich dir nochmal einen Anreiz. Komm, schlag mich. Aua. Aua, komm. Alles klar, guter Junge. Schnauze. Ups. Richtig, er sollte wissen, mit wem er sich anlegen kann und mit wem nicht. Entschuldigung, aber um auf die Liste zu kommen, einfach unnormal. Okay, nächster Durchlauf auf Anfänger. Mit... Ja, welcher Charakter, mit welchem Charakter kann ich auch nichts? Das geht. Das geht auch. Habe ich auch schon mal gespielt. Habe ich auch, aber so gut war ich, glaube ich, nicht. Na gut. Oh. Aha. Oh. Ja, schick.
Ja, diese Vielfalt von Kostümen einfach greifen. Oh, was war das? Lässt ihn nicht mal in Ruhe auf dem Boden fallen. Das ist übrigens so ein Halloween-Ding, was er da anhat. Und im Großen und Ganzen machen wir ja auch gerade Cosplay, ne? Lol. Sie ist überhaupt nicht in Schwitzen gekommen. Echt jetzt? Echt jetzt? Kein Stück geschwitzt? Oh, die Marie kämpfe ich ungern. Gefällt mir. Aber wenn es danach gehen würde, dürfte ich ja so gut wie gar nicht kämpfen, ne? Ein Double. Ich werde ihr zeigen, wer die echte ist. Boah, ganz schön Kraft in der Arme. Muss man einfach mal sagen. Out. Ein geeigneter Konter und bam. Also bei dem Auftritt blieb mir gerade die Spucke weg. Das Outfit ist einfach... Wow. Ja, ich kenne mich mit dem Movement so nicht wirklich aus. Bin schon froh, wenn ich überhaupt was hinkriege hier. Na komm. Die können auch spotten. Ich soll bereit für eine Niederlage sein. Das ist übrigens von der Stage-Musik aus Dead Alive 2. Aber ich habe jetzt auch entdeckt, es gibt auch Dead Alive 1. Und das hört sich auch ganz fresh an. Einmal kaputt hauen, bitte.
Nicht in Schwitzen gekommen? Krass. Und das Outfit sieht nice aus. Wow. Konzentrier dich auf den Kampf. Sieht auch toll aus. Damit Mädels kämpft man doch viel lieber, oder? Der braucht Typen, ohne Spaß. Aber natürlich müssen die auch dran genommen werden. Na komm. Gibt's da noch einen? Autsch. Na, das war doch nice. Na, ist das jetzt wieder dieselbe Endstage? Tatsächlich. Früher kamen wir mit das Stadion als letztes. Jetzt wieder das hier. Und wieder kämpfen wir so gegen so einen rustikalen Typen. Der wahrscheinlich nächste Woche drankommen wird, weil ich mit dem so gar nichts kann. Aber das Outfit wird er dann nicht tragen, das ist einfach... Was war das? Ja, eine Beule trotz Metallhelm. Stahlhelm. Nice. Ja, könnte ruhig mal ein paar aufregendere Stages kommen, aber es kommt da mit höheren Schwierigkeitsgrad. Und punktetechnisch, oh, sogar besser als Sarah. Ja, dann würde ich mal sagen. Schauen wir uns nochmal etwas an. Ich habe nämlich hier ein Filmchen. Nein, darin ist es nicht. Zuschauer, Album, Kampf, Täter. Ja, gucken. Zuschauer, Album. Ja, machen wir einfach mal so. Da ist das aber gar nicht gespeichert, Kollege. Willst du mich veralbern? Achso, um auf Fotos zuzugreifen. Ja, ich verstehe. Aber danach suche ich nicht. Sieg, Niederlage, privates Paradies, Sieg, Niederlage. Nö, das ist nicht das, was ich suche. Zuschauer ist das auch nicht. Kampfstatistik. Online. Ups, da habe ich jetzt drauf gedrückt. Oh, alles klar. Nichts Tolles passiert. So, Kampf. Survival, Teamkampf, Arcade. Gibt es denn da keine Wiederholung? Eigentlich unter Extras. Zuschauer, Kampfwiedergabe. Wiederholung. Aha, mein Gott, ja. Geil, ne? Warte, Rangspiel. Ja, ich hab da nämlich mal eine Throwdown-Herausforderung angenommen. Hab das mal verfügbar gehabt, während ich mit Ayane rumgebettelt hab. Ich weiß nicht, welcher Rang F ist. Ich bin auf jeden Fall, habe ich das noch nie gemacht. Ich bin LR, weiß ich nicht. Wenn einer sich davon auskennt, kann er das gerne als Kommentar da lassen vielleicht.
steige da jedenfalls bei dem Rang nicht durch. Vielleicht checke ich das ja irgendwann mal, wenn ich mal einen Rang aufsteige. Ja, hier kann man auch mit dem niedrigsten Rang richtig übel sein. Ich meine jetzt stark. Gegengriff. Das ist immer hart. Besonders wenn das Plus dran steht, dann kriegt der Gegner richtig, richtig viel Schaden. Und in Form von Alpha ist das halt sehr schmerzhaft. Oder wenn sie einen starken Wurf machen. Ja. Tja, soweit meine erste Two-Down-Herausforderung. Hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Hier das DLC-Outfit, was man für den Kauf des vierten Season-Passes bekommt. Ja. Sehr schick. Passt auf jeden Fall sehr gut zu ihr. Na dann, bis zum nächsten Mal. Haut rein.